Seit jeher hat zwischen den Pommern und Schweden eine enge, wenn auch oft feindliche Beziehung bestanden. Mehrere Schwedeneinfälle in Pommern, aber auch die Eroberungszüge Erichs von Pommern in Schweden. Joachim von Quint hatte mehrere Jahre mit der Eroberung einer einzigen Schweden zu tun, deren Verwandlungen er mit Überraschung, Angst und Freude verfolgte. Sie hieß Stina Bonde, stammte aus Stockholm, wo ihr Vater einen angesehenen Verlag leitete. Es gab Schwierigkeiten der sprachlichen Verständigung, obwohl Joachim ein wenig Schwedisch und Stina recht gut Deutsch sprach. Jucke, hey! Die letzten Feinheiten der Sprache, um die es Joachim ging, blieben Stina allerdings oft unklar, aber auch unmächtig. Was stehst du hier rum? Komm, bring die Sache rein. Es ist so fantastisch gemütlich und nichts ist verändert. Nur ein bisschen Staub liegt herum. Und ein bisschen Herbst ist es geworden. Die seelische Nähe, die Joachim brauchte, kam nicht zustande. Dankeschön. Du erkältest dich, Stina. Nein! Weißt du, was ich überlegt habe? Ich kann unmöglich wissen, was du hier mir überlegst, Jucke. Vielleicht könnten wir mal den ganzen Winter hier bleiben. Ich könnte endlich was Größeres schreiben. Die Erinnerung an meinen Vater zum Beispiel. Und du könntest dir deinen Roman übersetzen. Dazu brauche ich Bibliotheken. Du könntest dir vorher alles Nötige besorgen. Ich würde vor Einsamkeit umkommen. Wir sind zu zweit, Stina. Zu zweit sind wir nicht einsam. Ich schon, Jucke. Aber ich brauche Menschen. Du allein reicht mir nicht. Schade, dass du so anders bist. Vielleicht würdest du sie mich so gar nicht lieben haben. Hey, Jucke, du, sluta då, oder? Du bråkar hela tiden. Va? Nej. Wie das klingt. En gång till. Was? Mach noch mal. Also, der Ton kommt wirklich aus der Tiefe deiner Brust. Sag mal dein neues Gedicht. Birken sind schöne Bäume, der weiße Tüll, der schwarze Taft. Unter den Rinden steigt der Saft, Hochzeit und Beerdigung zugleich. Wie lustig das klingt. So lustig kann ich das Gedicht wirklich nicht finden. Eher ein bisschen traurig. Oh, du bist meine Traurige. Deutsche Ritter, auf der Suche nach der blauen Blume auf Einsamkeit. Bitte zieh mich nicht immer auf. Hm. Wo willst du hin? Schwimmen. Und du bitte mach das Frühstück. Hm? Jocke, ich muss nachher nach Stockholm fahren. Ja, doch nicht schon heute. Was du heute kannst besorgen, verschiebe bitte nicht auf morgen. Das ist ein kluges deutsches Sprichwort. Oh, Stina.
Zack, das klingt. Zack. Soll ich dir ein Honigbrot machen? Mhm. Joker. Was redest du so? Ha? Kann ich dir teuern? Guck mal, morgen oder übermorgen kommt deine Mutter. Sie ist bestimmt froh, wenn sie das erste Mal allein hat. Und in 5 Tagen reisen die Televisionsleute an. Lass mich bloß mit den Fernsehmenschen zufrieden. Ich muss sie sowieso hier begleiten. Sie würde Laszlo dann nie finden. Das wäre mir nur recht. Jucke, du hast A gesagt, also musst auch B sagen. Du mit deinen verdammten deutschen Sprichwörtern. Nimm Cola. Soll ich dir nicht doch ein Honigbrot machen? Meinetwegen, mach mir ein Honigbrot. Aber in Wahrheit schmierst du mir den Honig ums Maul. Was soll du? Was tue ich? Du sind deine Sprichwörtersammlung. Am besten kommst du zum Mittsommer, hatte Joachim geschrieben. Aber es war Herbst geworden. Maximiliane musste mehrere Tage fahren, um zu ihm zu gelangen. So weit hatte er sich von ihr entfernt und war jedoch immer am nächsten gewesen. Dies aneinander vorbeifahren wird typisch für die beiden Frauen sein. Sie werden sich fremd bleiben. Ich dachte, du kommst erst. Moshe, stell dir vor, ich bin schon seit 3 Tagen unterwegs. Jetzt bist du ja da. Ich wollte eigentlich mit dem Anstrich längst fertig sein. Oh Gott, meine Farbe. Ah, verdammt. Was ist das, Farbe? Kein irres Zeug ist das. Eisenvitriol, Roggenmehl und Rotfarbpulver. Das Rezept stammt von Stinas Großvater. Lebt er noch? Er ist tot. Stina hat mir erzählt, dass er sich 3 Tage, bevor er gestorben ist, in sein Bett gelegt hat, ohne krank zu sein. Er hat vor sich hingesungen und entfernte sich ganz allmählich. Am letzten Tag summte er nur noch und lächelte, ohne die Augen wieder zu öffnen. Sag mal, bist du eigentlich zu Fuß gekommen? Es ist wunderschön hier. Ja, es ist schön hier. Königin-Mama? Ich friere. Ich glaube, ich habe mich auf der Fahrt erkältet. Bist du also wieder offen gefahren? Ruhe zurück. Du hast dich verändert, Mama.
Na sicher, du dich auch. Ich meine, deine Haltung hat sich verändert. Früher, wenn wir spazieren gegangen sind, ich weiß nicht, du hast nie wahrgenommen, was über dir war. Ich meine, den Himmel, die Bäume, so wie jetzt. Immer hast du den Boden abgegrast nach Holz, Beeren, Bucheckern. Weißt du noch? Was haben wir damals immer alles nach Hause schleppen müssen? Das war mein Überlebensblick, Mosche. Den Himmel konnte ich mir damals nicht leisten. Vorsicht. Man hol endlich mal ein bisschen nach. Als Maximiliane einmal zu Joachim von seiner Stina sprach, wehrte sich Joachim heftig. Jedes besitzanzeigende Fürwort sei im Zusammenhang mit Stina unangebracht. Ich habe deine Lascada-Erzählung neulich im Radio gehört. Und? Es gefällt mir besser, seitdem ich das alles hier kennengelernt habe. Also hat sie dir beim Hören nicht gefallen? Du musst ihn heiß trinken, sonst nützt er nichts. Zucker? Nein. Komm, setz dich ein bisschen zu mir. Spielen wir deine Partie? Hm? Schön, dass du mir das alte Schachspiel mitgebracht hast. Kann deine Stina... Kann Stina auch Schach spielen? Tja, ich weiß gar nicht. Habt ihr eigentlich gespielt? Du und Vater? Ich kann mich nicht entsinnen. Er hat manchmal mit Großvater gespielt oder... Besser gegen ihn. Aber. Aber? Großvater sagte immer, du spielst Schach, als ob du Krieg führst, Viktor. Und. Und? Erzähl weiter. Was soll ich denn erzählen? Alles, was du weißt. Du hast eigentlich nie richtig über Vater gesprochen. Aber es ist sehr wichtig für mich. Ich möchte einfach mehr über ihn wissen. Ich habe ein paar Briefe gesammelt. Und Fotos. Ja, ich kann mich erinnern. Ein bisschen nur. Er war dunkel und schmal. Und er sah mir sehr ernst aus. Es war ihm wohl auch immer sehr ernsthaft zumute. Sieh mal, er war Nationalsozialist. Davon gab es damals viele. Ich möchte das einfach begreifen. Er war doch ein ernsthafter Mensch. Warum war er dann ein Nazi? Er war doch stark. Voll und ganz hat er sich für eine Idee eingesetzt. Warum hat er nicht durchschaut, was da eigentlich vor sich ging? Ich glaube, er war nicht stark, Mosche. Im Grunde war er eher schwach. Wahrscheinlich war er auch deshalb so verführbar. Warum hast du uns das nie so gesagt, Mama? Ich glaube, ich bin selber nur langsam drauf gekommen. Übrigens hielt mich dein Vater für ein pommersches Gänschen. Und da hat er recht. Ich habe damals nicht über Pommern rausgeblickt. Im Grunde nicht mal über Pönichen. Jahrelang hat sich Joachim mit seiner Herkunft abgequält. Der Sohn eines Nationalsozialisten. Vaterländisches Gedicht? Von Mosche Quint. Um diesen Vater loszuwerden, hat er sein Vaterland verlassen. Zumindest steht es so in einem seiner Gedichte. Hey, Junge, wollt mir mal halt Dinge. Hallo, Herr von Quint. Ein herrliches Stück Erde haben Sie sich da ausgesucht. Ja, guten Tag. Das ist unser Tonmeister, Herr Zöll. Hallo, guten Tag. Unser Kameramann, Klaus Gericke. Hallo. Tag. Tja, packen wir doch aus. Lass mich doch mal durchgucken. Ja, und die Fische? Das Feuer ist viel zu weit rechts.
Ja, du kriegst deine Fische schon. Ich fange auf dem Feuer an und schwenk dann rüber. Okay. Wo ist die Gitarre? Die ist im Wagen. Ja, dann hol sie doch mal. Eddie, wir machen mal eine Tonprobe. Okay. Stina, wenn Sie das Lied bitte mal ansingen würden. Wir machen eine Tonprobe. Du lindar av olvonen mit sommarkranz och sätter den om ditt hår. Du skrattar åt olvonen mit sommarkranz och sätter den om ditt hår. Du skrattar åt månguppens stenvita glans. Okay, Eddie. Sehr gut. Das muss ich ein bisschen anders machen. Das mache ich sonst selbst, liebe Bernd. Gut so? Schon besser. Ihr seht großartig aus, Kinder. Das wird eine klasse Midsommernacht-Szene. Lieber von Quint, wenn Sie bitte die Gitarre nehmen würden, es sieht einfach realistischer aus. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nicht spielen kann. Juki, mach! Das macht doch nichts, wirklich. Sie müssen sie nur richtig halten. So etwa. Aber warum soll ich so tun, als ob ich was könnte, was ich in Wahrheit nicht kann? Lieber Herr von Quint, was haben Sie doch für nette, altmodische Skrupel? Mehr oder weniger tun wir das doch alle. Wir tun doch alle ständig so, als könnten wir etwas, was wir in Wirklichkeit gar nicht können. Und das nimmt man Ihnen ab? Oh, Entschuldigung, gnädige Frau. Meistens. Und wenn ihr noch lange quatscht, dann ist die Sonne weg. Okay, also bleiben Sie bitte so. Gehen Sie bitte aus dem Bild, gnädige Frau. Wir können. Ton ab. Kamera läuft. Stina, Action. Du lindar av olvonen mit sommarkranz och sätter den om ditt hår. Du skrattar åt mångubbens benvita glans som högt över tallen står. I natt ska du dansa till svart ramaskär i långdans, i språngdans på glödande järn. Gib Antwort, Offizier. Was soll ich da, wo geschossen wird? Warum soll ich auf und dahin? Gib Antwort. Bist du mächtiger als die Angst? Soll ich, Offizier, dich mehr fürchten als den Feind? Mein Vater und Großvater und der Heilige Geist sind gefallen auf dem Feld der Ehre, das hinterm Ural liegt, in Frankreich oder wer weiß wo. Gib mir Antwort, Offizier. Soll ich auf und dahin? Bist du mein Feind? Der Hauptmann der Bundeswehr sagt, und er ist geduldig und höflich, vielleicht hast du recht, mein Freund, doch deine Fragen sind falsch gestellt. Und wie in der Schule überkommt mich Angst vor der Prüfung. Ich habe die Fragen falsch gestellt. Richtige Fragen dem Falschen. Joachim von Quint, ja? Sie sind seit Jahren hier in Schweden zu Hause. Man könnte sagen, in einer Art Idylle. Zu Hause ist mehr ein Problem als eine Adresse, hat Ludwig Marcuse einmal gesagt. Ludwig? Sie meinen eher Herbert Marcuse? Nein, ich meine Ludwig Marcuse. Ja, naja, lassen wir das. Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, in einem schwedischen Verlag zwei Lyrikbände rausgebracht. Trotzdem fällt mir auf, dass Sie sich immer noch mit der deutschen Problematik auseinandersetzen. Sehe ich das richtig? Das Gedicht ist einige Jahre alt, aber die Problematik scheint mir eher international zu sein. Trotzdem sprechen Sie von der Bundeswehr. Haben Sie den Wehrdienst verweigert? Ich würde sagen, zu einer Verweigerung ist es nicht gekommen. Ich bin ausgemustert worden, weil ich permanent nicht anwesend war. Ich war hier in Schweden. Ach so. Gnädige Frau, Sie stammen aus einem alten pommerschen Adelsgeschlecht. Seit Generationen waren Ihre Vorfahren preußische Offiziere. Ist Ihr Sohn der erste Antimilitarist der Familie? Mir gefällt das Wort Anti nicht. Er ist kein Militarist, genügt das nicht? Selbstverständlich. Ich entsinne mich, dass er als kleiner Junge die damals üblichen Zinnsoldaten geschenkt bekam. Und er öffnete die Schachtel
sah sich die grauberockten Männer an, legte sie zurück und sagte, die sind müde, die müssen schlafen. Er hat die Schachtel nie wieder aufgemacht. Eine sehr nette Story. Kennen Sie noch mehr davon? Vielleicht darf ich noch sagen, dass das Friedliche in unserer Familie durchaus auch Tradition hat. Mein Großvater war zwar Offizier im Ersten Weltkrieg, aber für ihn hatte der Krieg etwas absolut Verhängnisvolles. Es war sein größter Wunsch, einmal friedlich auf Pönichen in seinem Bett sterben zu dürfen. Ist es ihm gelungen? Nein, leider nicht. Er ist auf der Flucht umgekommen. Er hat sich erschossen. Das war wohl seine Art, konsequent zu sein. Vielen Dank, gnädige Frau. Gestorben? Also, das war großartig, gnädige Frau. Das hätte ich gar nicht von Ihnen erwartet, wo Sie doch so ein zu wortkarg sind. Also, einfach toll. Also, das war's, Kinder. Klaus, mach mir bitte ein paar Stimmungsbilder, dann haben wir die Geschichte im Kasten. Jo, ich muss aber erst noch einlegen. Hör doch vom Haus und vom See, okay? Okay, mach ich. Eigentlich ist das schade, dass Sie nicht zum Midsommernacht gekommen sind. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie fantastisch es dann hier ist. Soll das eine Einladung sein, Stina? Warum nicht? Und diese Seins sind immer Freunde aus Stockholm her. Warum nicht auch Sie? Aha, vielleicht täusche ich mich, aber ich hatte angenommen, Sie gehören ganz fest diesem sensiblen deutschen Gedichtenschreiber an. Was ich durchaus begreifen würde. Natürlich täuschen Sie sich. Ich gehöre nämlich niemand daran. Verstehen Sie mich selbst, lieber Bernd? Also rechts. Nein, geradeaus. Und sind du höher, ist es geflogen? Ja, am Restaurant. Okay. Hey da. Hey du. Sie begleitet sie nur bis zur Hauptstraße, Mama. Dann kommt sie wieder zurück. Was denkst du, Mama? Wollt ihr heiraten? Glaubst du, dass Dina dir treu ist? Nein. Was tust du dagegen? Ich leide. Ist das dein einziger Beitrag zur Lösung dieses Problems? Ab und zu verhilft er mir zu einer guten Verszeile. Maximiliane kehrt bald darauf nach Deutschland zurück. Sie wird nichts mitnehmen außer diesem Stein. Sie wird in ihrem Sohn Golo aufs Grab legen, der vor einem Jahrzehnt bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Joachim hat in Lasgarda sein Pönichen gefunden. Mit oder ohne Stina, er wird bleiben. Später sah Maximiliane die Fernsehsendung über alte Adelsfamilien aus dem deutschen Osten und wieder auf hohem Ross. Von den drei Drehtagen waren knappe 5 Sendeminuten übrig geblieben. Jene Szene, in der Joachim ein Gedicht vorlas, war nicht enthalten. Dafür wurde aber die Pönicher Wildpastete erwähnt, die in Holstein fabrikmäßig von den Quinns hergestellt wird und bereits von Bismarck gelobt worden war.